Man weiß, dass die Reifenstufe einer Gesellschaft mit dem Verhältnis zu den Kranken und Behinderten bestimmt wird. Die Menschen, die aus verschiedenen Gründen und nach den entsprechenden Lebensumständen das Problem der physischen, intellektuellen Mangel oder psychischer Krankheit der nahen Menschen anstoßen, bleiben oft allein mit eigenen traurigen Gedanken, schämen sich für solche Lage. Das medizinisch-soziale Rehabilitationszentrum Doroha Zhitya, Weg des Lebens, kann als Beispiel der möglichen Veränderung der Situation zum Besten dienen. Es ist ganz reell, sich jeden Tag auf sogar kleinen Erfolge ihres besonderen Kindes zu freuen, sozial aktiv zu sein und dabei noch den anderen zu helfen. Кількість дітей, які надаються послуги в місті, і молодих людей віком від 18 до 40, десь близько 360, а відповідно сімей, які мають можливість отримати реабілітаційні послуги і інші послуги, які необхідні цій категорії. Крім того, це 71 постійний наш клієнт, тобто в постійній програмі центру, а це говорить про те, що ми щоденно з 8 до 9 транспортна програма їх збираємо по місту і з 16 до 17 розвозимо. Всього 50 дітей до 18 років і 21 молода людина від 18 до 40. Це біля 10 програм, це, які зреалізовуються на базі центру. Це майже 30 чоловік колективу, кваліфікований персонал за 15 років. Але, безумовно, є й проблемні питання. Вони пов'язані як із починаючи з фінансування, так і інші. Час зараз не дуже легкий, але, слава Богу, вдається поки що все вирішувати. Тому вдячні в тому числі і міській владі, і обласній владі, і багатьом спонсорам, меценатам, і завдячуючи кому ми дійсно маємо можливість проводити свою основну діяльність. Im Laufe von mehr als 15 Jahren beschäftigt sich das Zentrum mit komplexen Rehabilitation der Kinder und Jugendlichen, die Mangel an psychischen und intellektuellen Entwicklung haben. Diese Anstalt ermöglicht sozialen Schutz der Rechte und Interessen von behinderten Kindern und ihren Familien, organisiert ihre Freizeit, veranstaltet interessante Treffen für ihren Zöglingen. Das alles ist nur dank der Hilfe der ungleichgültigen Menschen möglich. Ich habe ganz fröhlich mit dem Direktor dieses Zentrums bekannt gemacht und dann erzählt er über die Sache, die im Moment die Kinder, die Zentrum. Darum besprechen wir alles und dann habe ich einen Brief geschrieben für die Plame des Friedens in Österreich, Hertha Margret, und bekommen gute Antwort. Diesmal hat die erste Lieferung der Humanitärhilfe dem Zentrum Weg des Lebens der Vertreter der österreichischen wohltätigen Organisation Flamme des Friedens, Herr Siegfried Wernbacher, gemacht. Bitte, bitte, gerne geschehen, gerne. Also von unserer Seite, das heißt von der Flamme des Friedens, wir sind ja eine mittlere, aber internationale Organisation. Von Familie Habsburg-Lothringen wird das sicher sehr, sehr stark unterstützt. Und wir haben in Österreich viele Leute, die für diese Projekte sicher zur Verfügung stehen und wir euch in Zukunft unterstützen können. Wir haben Kooperationen schon mit einigen Schulen. Die Unterstützung der Direktion von der Schule mit Elternverein zusammen. Und wir werden das natürlich auch in Zukunft hoffentlich noch größer organisieren können, damit wir die Kinder hier in der Ukraine unterstützen können. Der Transport wird jetzt auch einmal von Flamme des Friedens organisiert, teilweise finanziert, natürlich von Privatpersonen, die auch mit sponsern, sage ich einmal. Und es ist eigentlich alles in Österreich, wird das auf freiwilliger Basis gemacht. Es bekommt niemand was bezahlt dafür. Wir machen das wirklich freiwillig, damit wir humanitär helfen können. Beim Treffen mit der Leitung des Rehabilitationszentrums haben die Vertreter der österreichischen Seite und der Botschaft der Flamme des Friedens in der Ukraine die wichtigsten Bedürfnisse der Kinder für weitere Hilfsaktionen. Bestimmt.
Freundliches Ambiente des Treffens der Wohltäter mit Zöglingen des Zentrums und ihren Familien ist ein neuer Anstoß für die Fortsetzung der Kooperation. Besonders froh waren die künftigen Schüler, doch sie haben Schulwaren für die Unterrichte bekommen. Dazu noch Schuhe und Kleidung. Man muss daran denken, dass für diese Kinder und ihre Nahen die Aufmerksamkeit nicht weniger wert ist als selbst die Geschenke. Das ständige soziale Engagement und Beharrlichkeit der Erzieher des Zentrums und persönlich seines Direktors hat es erlaubt, auf ein neues, höheres Niveau der Bedingungen der behinderten Kinder zu übergehen. Нам дійсно виділили були приміщення. Ми освоїли лише перший поверх. Ви бачите, зараз уже закінчуємо майже ремонтні роботи на другому поверсі. Ми плануємо фактично всі програми центру, які зреалізовуються, вони будуть зреалізовуватися саме на базі цього корпусу. А також в найближчому майбутньому плануємо відкрити ще дві нові інноваційні для України програми. Це транзитного та підтриманого проживання. Тобто молоді люди з вадами інтелектуальними легкої та помірної степені, ступеню будуть проживати під навчатися проживати і проживати під наглядом соціальних працівників. А також плануємо подали ми заявочку в фонд, до речі, німецького посольства, і надіємося виграти цю заявочку і створимо програму кризової допомоги родині. Ну, наприклад, якщо хтось один виховує дитину, мама або тато, і він захворів, куди цю дитину діти, так? То буде спеціально навчена людина і буде спеціальне місце, куди можна буде відвести і залишити дитину там на певний термін, або відрядження. Або, наприклад, якщо це молода сім'я, якесь дозвілля і немає бабусі з дідусем. Тобто це дуже важливо. Практично, на превеликий жаль, в Україні програми підтримки родин немає. Тому такі речі ми плануємо зреалізовувати. Die Wohltätigkeit der Gesellschaftsorganisation Flamme des Friedens ist mit Lieferung der Hilfsgüter nicht begrenzt. Ich hoffe natürlich sehr, dass sich die Lage in der Ukraine stabilisieren wird. Und dann haben wir auf jeden Fall in Planung mit einer Schule aus Monaco, einer Schule aus Österreich und auch hier eine Schule in Uschgorod einen Freundschaftsvertrag zu machen. Ich habe vorige Woche auch mit einer Lehrerin gesprochen, die auch in Österreich tätig ist, in einer Schule, so wie diese hier. Und wir könnten auch mit dieser Schule, diese Schule hier in Uschgorod und eine Schule in Wien, einen Freundschaftsvertrag machen und auch natürlich in Zukunft pädagogisch weiterhelfen, dass man auch medizinische Versorgung bringt. Das wird auf jeden Fall auch in Zukunft weiterverfolgt und gemacht. Alle Leute wollen uns helfen in der Ukraine. Die Leute ganz freundlich, die Leute sind bereit, helfen und darum kein Problem. Хочу висловити велику подяку вже за допомогу, яку нам надав фонд повного миру, фонд Габсбургів, особисто пану Зігфріду. Ви бачите, наскільки ця допомога необхідна нашим людям. Я, можливо, повторююся, але на обліку в міській дорозі життя перебуває біля 360 сімей. 80 з них потребують трохи більшої допомоги, більшої уваги. Ми саме сьогодні запросили частину із них сюди. І, безумовно, така допомога треба, починаючи від речей, десь продуктів харчування, закінчуючи більш серйозними речами. Це реабілітаційне обладнання, спеціальне обладнання для трудових майстерень та люба допомога, яка пов'язана з проведенням ремонту. Робіт, ви бачите, ми робимо за рахунок благодійників, це все різних. Тому, безумовно, спектр допомоги дуже великий. Ми будемо вдячні за продовження нашої співпраці. Beim ersten Anblick ist es eine ganz übliche Einrichtung mit hellen Räumen, gemütlichem Speisesaal und traditionell dekorierten Wänden. Besonderheit besteht darin, dass ihre Beschäftigten die Menschen sind, deren Fähigkeiten von Ärzten bestimmt und beschrieben werden. Ja, wir sind eine Werkstatt für behinderte Menschen. Träger der Werkstatt sind die Diakonissen in Speyer. Wir machen mit den Beschäftigten Aufträge von Firmen von draußen in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Schon mehr als drei Jahre ist Herr Ulrich Kohler
als pädagogischer Leiter in der Maudacher Werkstatt tätig, wo den Behinderten ein bedarfsorientiertes und differenziertes Angebot an beruflichen Bildung, Arbeitsplätzen, Förderungs- und Betreuungsleistungen zur Verfügung steht. Ein entsprechender individueller Arbeitsplatz zu finden, ist es so wichtig für die Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht mehr oder noch nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Sie bekommen Gehalt, das ist zwar nicht viel, aber Teil davon, von dem, was Sie bekommen, können Sie auch davon leben. Der Rest bekommen Sie über die Sozialhilfe als Ergänzung. Ein Mensch ist ein soziales Wesen. Darum ist es für jeden von uns so bedeutsam, in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Damit die Welt eines behinderten Menschen mit der Schwelle seines Hauses nicht begrenzt würde, existiert in Deutschland ein gut funktionierendes Sozialsystem. Einmal bekommen wir von staatlicher Seite natürlich Unterstützung für die Arbeit, für die ganze Ausstattung der Werkstatt, für den Erhalt der Werkstatt, für die Mitarbeiter, für die Betreuung. Das ist der eine Teil und natürlich auch über die Erlöse, die wir durch die Arbeit haben. Ich kontrolliere die gedrückten Kabelbinder und wir bekommen die immer so in weißen Schütten und dann mit so einem Kontrollzettel, also wo der Name draufsteht, wer es gedrückt hat. Ja, und dann gucken wir, ob die auch richtig gedrückt sind. Und wenn etwas nicht passt? Dann kommen sie hier in die rote Schütte. Das ist unsere Fehlerschütte. Da kann ich Ihnen auch eine zeigen vielleicht. Zum Beispiel, da ist ja nicht richtig runtergedrückt. Aha. Und das sortieren wir dann aus. Die werden dann nochmal von den anderen nachgedrückt. Aha. Also wir sind nur die Kontrolle. Die Gruppe hier macht Montageaufträge. Das heißt, wir zerlegen diese Turbolader. Wir montieren diese Kabelbinder für Autos. Da werden in den Autos die Kabel damit zusammengeführt. Wir machen für Wissensfabrik Deutschland machen wir diese Kisten für Schulen, wo wir konfektionieren und verschicken an die Schulen. Und in diese Flaschen füllen wir ein Mittel für Wasserbetten. Wir haben Beschäftigte mit sehr unterschiedlichen Behinderungen, die je nach Tagesform und je nach Behinderungsgrad mehr oder weniger leisten können. Aber gibt es Normen für jeden Mensch? Also hier bestätigt eher so die Ausnahme, die Regel. Ne? Die Leute, wie gesagt, also bei Leuten mit psychischen Behinderungen, die sind dann von der Tagesform her abhängig. Leute, die eine körperliche Behinderung haben, können nicht jede Arbeit im gleichen Ausmaß dann machen. Es gibt keine festen Vorgaben. Es sind einfach Erfahrungswerte, was kann jemand. Und natürlich versucht man schon, das zu erreichen, was jemand kann. Aber wie gesagt, wie der Herr Jung gesagt hat, es gibt einfach Unterschiede. Psychische Erkrankung, da ist jemand mal einen Tag gar nichts in der Lage, am anderen Tag kann er ganz viel arbeiten. Das ist sehr unterschiedlich. Man kennt als Gruppenleiter kennt man die Beschäftigten und weiß ungefähr, was so die Tagesleistung ist. Aber wir haben auch Termine vom Kunden, wo wir dann erfüllen müssen. Für Unternehmen und Behörden in der Region ist die Maudacher Werkstatt ein anerkannter Partner und bietet Leistungen in den Bereichen Montagearbeiten, Konfektionierung, Kopiertechnik und Druckweiterverarbeitung, Versand, Küche, Gartenbau und Landschaftspflege. Diese Beschäftigten wirken durch den Werkstattrat in den ihre Interesse berührenden Angelegenheiten der Werkstatt mit. Die Einrichtung wacht darüber, dass die zugunsten der Werkstattbeschäftigten geltenden Gesetze beachtet und durchgeführt werden. Hier gibt es auf 4 Jahre gewählten Angehörigenbeirat, der aus 5 Personen besteht. Sie sind Interessenvertreter der Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer der Beschäftigten
und damit eingebunden in die Entscheidungsprozesse innerhalb der Werkstatt. Ihre Anregungen und Sorgen sowie ihre Kritik und positive Rückmeldungen werden ernst genommen. Das hilft, die richtigen Entscheidungen zum Wohl der Beschäftigten und der Werkstatt zu treffen. Welche Probleme haben Sie? Mit dem Blutdruck. Ja. Und wer hilft dabei? Der Teddy und meine Gruppenleiterin misst mir dann also Blutdruck. Immer steht auf ihrem Tisch Teddybär. Ja. Ja. Die kommen mit einer Diagnose schon hierher. Das ist die Voraussetzung dafür, dass jemand hier einen Platz bekommt. Die ganzen Sozialversicherungsbeiträge zahlen wir als Werkstatt für die Beschäftigten, sowohl Krankenversicherung als auch Rentenversicherung. Also es sind Ordner, die werden kontrolliert, sozusagen, also pro Nummer und Zahlen. Ja, da werden die einfach halt, das muss schon, das ist ein normaler Ordner. Da werden die halt nach Zahlen und nach Dinger. Ja. Welche Arbeit noch haben Sie manchmal? Wir haben viele Aufträge momentan, falls sonst einige. Ja. Ist es nicht langweilig zu machen? Nein, macht Spaß. Ja. Immer viel Arbeit, ich finde es auch gut. Am Ende des Arbeitstages sind Sie nicht müde? Doch, ich bin müde. Ich bin noch kaputt. Ja, vom Schaffen. Welche Beziehungen sind unter den Beschäftigten? Ob sie Freunde sind und ob sie sich unterhalten? Also das ist ganz unterschiedlich wie draußen im Leben. Es gibt sehr enge Beziehungen, die Beschäftigte zueinander haben, aber es gibt auch welche, die wenig oder gar nichts miteinander zu tun haben. Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Von Freundschaften, Beziehungen bis Kollege. Ja. Gefällt es Ihnen hier? Ja, es gibt mal Tage, wo es mir halt nicht gefällt. Und was nämlich? Das Allgemeine hier halt, der Tagesablauf halt. Ist es langweilig, immer dieselbe Arbeit zu machen? Ja, genau, das ist es ja. Ist das Problem? Ja. Und kommen Sie allein zur Arbeit? Ja, ich komme alleine. Ich komme mit der öffentlichen Verkehrsmittel. Leben Sie in der Familie? Nee, ich habe gar keine Familie mehr. Ich bin auf mich alleine gestellt. Und haben Sie Freunde hier? Ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Großfreunde, meine große Freunde sind von außerhalb. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Meine Freizeit, ich bin mehr so mit meiner Freundin unterwegs, so mit meiner Schwester und meinen kleinen Neffen. Wenn die Beschäftigten in den Arbeitsbereich wechseln, dann werden sie da nicht hingebracht, sondern sie können entscheiden, ich würde lieber in dem Arbeitsbereich oder in jenem arbeiten. Und wir gucken, dass wenn Platz ist, dass es auf jeden Fall jemand kann, aufgrund von seinem Wunsch. Wenn im Moment kein Platz da ist, dann muss man einfach nach Alternativen schauen. Und wie erreichen Ihre Werkstatt die Beschäftigten? Die Beschäftigten kommen entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, mit dem Fahrrad. Wir haben sogar einen Beschäftigten, der mit dem Auto kommt. Oder wenn sie das nicht leisten können, stellen wir einen Fahrdienst zur Verfügung. Und wer arbeitet hier als Mitarbeiter? Die Mitarbeiter, vor allem die Gruppenleiter, sind eigentlich haben sie einen Beruf im Handwerk oder in der Industrie gelernt und wechseln dann in den Bereich, Behindertenbereich und bekommen dann noch eine pädagogische Zusatzausbildung. Es wundert, wie viele lustige, glückliche und freundliche Gesichter haben wir hier gesehen. Die gegründete 1998 im Wohngebiet des Ludwigshafener Stadtteils Maudach Werkstatt ist nur eine von hunderten solchen Einrichtungen in Deutschland, die den Menschen mit der beschränkten durch Diagnose Welt eine Möglichkeit geben, würdig in der Gesellschaft zu leben.